Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zur ersten Episode von Minecraft Raft. Zusammen mit Austin Melinski. Hallo. Hallöchen. Wir sind, wie der Name ja auch schon vermuten lässt, auf einem Fluss. Dieses ist sehr inspiriert von dem gleichnamigen Spiel Raft, in dem man, hatte ich jetzt glaube ich gerade vermutet, wir müssen hier den Enderdrachen besiegen. Das wird sehr schwer. Das wird unser Projekt über die Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe sehr, euch gefällt es. Flankt unbedingt den Like-Button, wenn ja. Und ich erkläre euch mal, was hier Sache ist. Also ein wichtiger Aspekt, den man erstmal wissen muss, ist folgender. Berührt man das Wasser, ist man instant tot. Also man kann hier nicht rumschwimmen oder sonst irgendwas. Man ist sofort tot. So, wir haben hier ein Fass. Dort sind zwei Angeln drin, ne? Und ein bisschen Essen. So, nimm mal die zwei Angeln raus. So, die Angeln, die haben eine besondere Fähigkeit, wie ihr euch jetzt sicher schon denken könnt. Und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise da mal zu diesem Erdeblock gehe, dann habe ich ihn mir Elina, wo hast denn du hingeschmissen, ey? Also man kann die Blöcke grabben, ne? Oh, jetzt hier Aim-Profi. Oh, die sind voll weit weg teilweise, ne? Ah, ich hab ihn. So kann man sich die Blöcke sammeln. Das funktioniert wie die One-Block-Map, die wir vor ein paar Monaten mal gezockt haben. Und zwar sammeln wir jetzt Punkte. Ich habe 6 Punkte, weil ich habe 6 Items geangelt. Die Lina hat vielleicht auch nochmal ein paar. Dann haben wir 10 Punkte. Aller 200 Punkte kriegen wir einen Upgrade. Das heißt, unser Fluss upgradet sich. Was bedeutet, dass wir besseren Loot kriegen, ne? Bessere Loot. Es können auch Tiere spawnen und nachts können auch Monster spawnen. Ja. Ich habe alles verloren! Alter, das bist du neu. Meine Angel! Oh, danke. Holy damn. Alter, ich tu lieber mal eine wieder hier rein. Ich angel meine Items wieder. Mann, ich hab daneben geschmissen. Meine Angel. Wenn die Angeln weg sind, sind wir hier geliefert. Warte, wir müssen echt das sofort wieder das Fass tun. Das verliert man hier alles. Ey, wieso vergrößern wir unser Floß auch nicht? Hier mit Diorit, der Block ist abnormal sinnlos. Und Andesit ist genauso sinnlos. Aber lass mit Muster, damit es schön aussieht. Okay, warte. Ich will ein schönes Floß, ja. Genau. Das sieht doch Setzling. Toll aus. Erde. Nice, wie ich dir alles geklaut habe. Da machen wir hier jetzt eine Erdschicht nochmal drumrum und da kommt der Baum hin. Hehe, sehr schön. Man kann auch, gibt es glaube ich auch Knochenmehl, oder? Knochenmehl habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Okay, gut, dann machen wir es mal weiter. Wir können später auch in den Nether, der sieht genauso aus, ne, nur mit Lava und Netherblöcken. Und später auch noch ins End. Das sieht tatsächlich auch genauso aus. Wir müssen dann auf unserem Floß gegen den Enderdrachen kämpfen. Also, das wird sehr gespannt, Alter. Keine Ahnung, was das wird. So, ich habe hier nochmal Andesit. Das kommt hier hin. Und Granit. Was macht man jetzt mit Granit? Granit? Ah, hier haben wir auch noch. Was ist denn das für ein Sheet? Es wird dunkel, Lina. Es wird dunkel. Wird es dunkel oder wird es dunkel? Es wird dunkel. Das heißt, gleich kommen die ersten Monsters. Wir brauchen Fackel. Wir haben keine Kohle. Wir brauchen Fackel. Was ist denn? Wir haben keine Kohle. Das ist schlecht. Wir müssen unbedingt schnell ins nächste Level kommen, ey. Wir brauchen den Fackelgeist. Tropenbaumsetzling. Geschallert. Ey, ich hab davon. Dschungel und. Mond kommt. Ey, das ist dunkel. Kommen jetzt Monsters? Noch nicht. Vielleicht. Ich glaube, kann sein, dass es im ersten Level noch keine Monster gibt. Wie erweitern wir denn hier die Insel, du? Sag mal. Ja, einfach angeln. Alter, das ist so dunkel, ich sehe die Items gar nicht mehr. Ich weiß, dass man einfach angeln muss, aber. Ach, das ist ein Monster. Ach, du heilige Güte. Ja, wie ist ja übel dunkel jetzt geworden hier. Können wir die töten, wenn wir die ranziehen? Oder? Ja, lass ein Schwert. Und wir haben gar kein Holz. Ey, wir müssen die Bäume irgendwie zum Wachsen kriegen. Wachs. Die verdammten Bäume müssen wachsen, damit wir Holz haben. Es gibt ja gar kein Holz. Vielleicht kommt Holz im nächsten Level dann. Ja, die kommen, also die zwei sind nicht so eine Gefahr, aber die, also der eine kommt auf jeden Fall direkt auf uns zu. Was ist, wenn ich den anangel? Probier mal, aber ist, glaube ich, keine gute Idee. Okay, warte. Ja, wir haben doch schon voll viele Blöcke, müsste es nicht bald Upgrade geben, sag mal. Ui! Oh! Warte, ich zieh ihn weg. Husch. Oh, scheiße. Da hinten kommt ein Skelett, glaube ich. Oh, Skelett ist eigentlich gar nicht so blöd, oder? Schwimmt die einfach. Hau ab, du Arschloch. Dann kommt aber ein Skelett, die haben Bögen. Oder hat er überhaupt einen Bogen? Tschüss, tschüssi. Jetzt müsst ihr echt hier langsam mal. Wir schwärmen doch schon.
Wir müssen uns auf ein neues Muster einigen. Welches Muster wollen wir denn hier haben? Sowas hier. Ja, jetzt hast du es ja schon platziert. Sowas hier. Ja, Undeceed-Heim. Wir hier Undeceed machen. Ich habe schon 5 Cobblestone. Das heißt... Ich habe 3. Und 5. Erde habe ich auch hier. Ah, jetzt habe ich 5. Ich meinte 4 als erstes. Wir müssen später halt auch irgendwie spinnen. Ich spinne doch. Ach, Moment. Wenn wir ein Skelett ranziehen, könnten wir doch Knochen mehr oder sowas kriegen. Ja, eben. Das wäre übel cool. Aber wir müssen die irgendwie. Ich glaube, die sind zu fett, Alter. Die kann man nicht so leicht ranziehen. Nur so ein bisschen immer. Mann, wir haben halt auch keine Waffe. Ui. Aber ich habe den gut, glaube ich, nicht bekommen. Aber jetzt kommen aber richtig viele Blöcke hier, oder? Nicht gerade doof. Ja, voll Problem hier, was zu sehen. Level 2! Sehr schön. Mal sehen, was jetzt für Blöcke kommen. Bum, 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 bum. So. Insel können wir auch ein bisschen größer machen. Zack, 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 zack. So. Alter, kommt ein Skelett genau auf uns zu. Knochenmehl wäre eigentlich wichtig. Warte mal, können wir nicht? Warte, ich habe da eine Idee. Wie machen wir das? Ach nee, wir können. Ah, wir brauchen eine Werkbank dafür. Ist ja Bug hier fest. Nee, ich habe folgende Idee. Wir können doch Stufen benutzen, Ilina. Nice, ich habe 2 Knochen. Jawohl. Wir können doch Stufen benutzen. Also brauchen wir eine Werkbank erstmal. Wax! Ich habe alles verbraucht. Er ist nicht gewachsen. Scheiße. Alter, das war ein übelst fieser Sekt. Gold! Wow, ach, ja, das sind die neuen Sachen jetzt. Ja, es gibt neue. Essen kriegen wir jetzt. Creeper, Eisen, ach du Scheiße, jetzt kommen noch Creeper, Ilina. Okay, Creeper ist jetzt nicht so geil. Darüber freue ich mich nicht. Karotte, da ist ein Karotte. Okay, wir lassen den einfach hier daran vorbeischwimmen. Ja, bisher sind das voll die sinnlosen Sachen. Ja, also die Creeper sind schon. Ihr Problem ist, je größer unser Floß wird, desto. Wir sollten vielleicht lieber in die Höhe bauen, weißt du? Oh, der explodiert nicht, ne? Ah! Scheiße. Explodiert der? Nee, tja, ne? Wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter. Ach doch, der explodiert! Oh, Ben. Oh, das war der Baum, wo ich schon das ganze Knochenmehl rein... Ja, scheiß mal auf die Erde. Das war der Baum, wo ich das ganze Knochenmehl schon reingepfeffert habe. Oh, Ben, Alter. Warum machst du sowas? Warum ich wollte testen, ob der explodiert. Ja, natürlich. Es ist ein Creeper, Alter. Ja, wir waren ja erhöht. Erhöht. Scheiße, jetzt haben wir nichts mehr. Also, holztechnisch. Toll gemacht, Ben. Es tut mir leid, weil ich mit Absicht... Also, ja gut, so gesehen war es schon mit Absicht, aber... Ey, Belohn. Guck mal, wir haben was zu essen. Skelett. Kriegen wir das irgendwie ran? Nein. Scheiße. Doch, natürlich ein Weg. Ach so. Ja. Boah, Alter, ich sehe so schlecht, Ilina. Brauchst du eine Brille vielleicht? Nee, ich brauche einen Tag. Nicht. Go, Ilina. Schnell. Fast bridgen. Zack. Mach einmal fast bridgen. Nein, Mann. Mach, komm. Sonst sterben wir, Alter. Egal. So, wir haben den. Problem ist, kriegen wir jetzt überhaupt... Ach so, kacke nicht, dass er mich jetzt hier runterschlägt. Tot. Ich sterbe halt safe gleich, ne? Oh nee, Ben, Alter. Das ist gut, Ilina. Das sieht gut aus. Jo. Pass auf, da kommt eine Spinne. Nein, oh, angeln. Ich hab's. Jo. Alter, ich hab so heftig rumgespuckt. Okay, nice. 3 Knochenmehl. Soll ich lieber noch ein Skelett, Ilina? Ich sichere das lieber, ne? Alles hier schön in die Gischte tun. Oh no! Ich muss deine Angel retten. Jawohl, jetzt ist die Spinne hier drauf, Ilina. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ich hab deine Angel. Das mit dir. Ja, den Rest, den... Naja, scheiß drauf. Ah! Boah, ich hab dir 2 Angeln runtergefallen, Alter. Alter. Oh mein Gott! Alter. Pass auf, der schlägt um sich. Der ist verrückt geworden. Ja, weil dir doch irgendeiner den Bogen... Ey, es wird wieder Tag, still ich. Kill ihn wieder, grün, nice. Oh, hast perfekt. Yeah. Pass auf, Ilina. Geh weg. Ja. Achtung. Yo. Alter, jetzt haben wir erstmal ausgesorgt. Okay, dann machen wir das hier jetzt ein bisschen brighter. Nice, dass ich meine ganzen Blöcke verloren habe. Starke Lieder. Ey, guck mal, da kommt sogar noch ein Skelett, Alter. Oh ja, lass das auch noch killen. Knochenmehl ist, glaube ich, Werbe im Bot dann. Oh ja, Burn, perfekt. Ha, Idiot. Jetzt guckst du dumm, ne?
Jetzt sehe ich auch erstmal wieder die... Hey, du brennst nicht mehr. Also. So, ich holz mal den Baum ab. Wir müssen... An die Setzlinge haben wir ja eh massenhaft, ne? Gar kein Problem. Weggeschubst. So, ich mache auf jeden Fall mal eine Werkbank. Die benötigen wir safe. Delfin! Oh, oh! Hast du ihn jumpen sehen? Ja, der spielt mit den Items. Ach so. Okay, Buff. So. Okay, den baue ich gleich ab. Wir haben jetzt Steintools, würde ich sagen, machen wir erstmal. Ne? Yo. So, ich mache auf jeden Fall eine Spitzhacke. Brauchen wir eine Spitzhacke? Wir brauchen auf jeden Fall eine Hacke und eine Axt. Ich weiß gar nicht, ob wir den Rest brauchen. Also im Plan von unserer schönen Insel, das ist aber auch deutlich nach unten losgegangen, muss ich sagen. Nein, ich will eine schöne Insel, wir machen das noch. Ja, okay. Doch, ich mache eine Spitzhacke, sicherheitshalber. Kann man immer gebrauchen, glaube ich. Genau im richtigen Moment, wenn man dann runtergeschossen wird vom Floß. Wir müssen uns halt eh nach und nach ausrüsten. Ich meine, sonst besiegen wir den Enderdrachen ja, also ne? Der Enderdrachen brauchen wir full Netherite. Weiß doch nicht, wo wir das herkriegen werden, aber... Netherite, Alter, Netherite angeln. Brauchen wir Setzlinge oder haben wir? Zusätzlich. Alter, den droppen übel, die können. Also wir haben eigentlich genug. Wir haben 13 Dschungelbaum, 24. Ja, aber vielleicht einen Apfel für Goldapfel später. Aber der gönnt. Nee, die können doch gar keinen Apfel droppen, ne? Können ich nur Eichenäpfel droppen? Das war doch so. Ich sag dazu lieber nichts, ohne meinen Anwalt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil das war im Varo immer so ein Ding. Ja, ja, doch, ich glaube, das ist so. Vielleicht haben sie es inzwischen geändert, aber. So, boom, boom. Wir haben sehr viel Holz. Hier unsere Insel, lass die mal schön machen. Die ist ja wirklich direkt auch übel hässlich. Mach sie doch. Ach so, perfekt. Boom. Kannst alles verbrauchen, außer Holz. Ich mache jetzt mal das Beet, ne? Ich pflanze alles mal an. Mhm. Hey! Ah. Hab hier noch ein paar Sachen. Ja, Kaktus? Ja, okay, komm. War das alles, was wir haben? Ja. Buff. Ach so, die muss ich abbauen, ne? So, genau. Okay. Na, Wasser, zählt das Wasser, was wir hier haben? Hast du noch Erde? Nee, alles aufgebraucht. Kacke, ich bräuchte noch einen Erdeblock. Warte, ich hab hier einer, der kommt hier gerade angeschwimmen. Ich guck auch gerade. Ah, ich hab Erde. Ja, ich hab. Hab selbst. Na gut. So, dann machen wir hier. So. Okay, das Wasser zählt auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir werden früher oder später einen Eimer brauchen. Okay. Mehr haben wir nicht. Nice. Ja, ich könnte jetzt Sachen mehrmals so anpflanzen, aber eigentlich, ja, weiß ich nicht, Getreide wäre halt wichtig, ne? So Seeds. Seeds kann man aus Knochenmehl halt natürlich auch easy kriegen. Aber haben wir noch nicht. So, und ja, das alles wieder rein in die gute Stube. Die behalte ich. So. Kartoffeln kann ich ja nicht alle anpflanzen, ne? Essen kann man ja immer gebrauchen. Das war Part Nummer 1 von Minecraft Raft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Flankt unbedingt den Like-Button für einen weiteren Part. Abonniert auch gern meinen Kanal. Würde mich auch sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.